Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute, yo, reagieren wir wahrscheinlich auf eins der meistgeklicktesten Videos im ganzen Apex Universum. Dieses Video hat 6,1 Millionen Aufrufe und ist natürlich mein. Nein, ist natürlich nicht mein Video. Schön wär's. Aber das ist das Video von jetzt Timmy. Er hat den damaligen Damage-Weltrekord aufgestellt. Ich glaube, der ist nicht mehr ganz aktuell. Aber trotzdem, das, was er damals schon rausgehauen hat, ist schon völlig geisteskrank. Und jo, er hat es einfach auch verdient. Und ich würde sagen, wir gucken uns das heute mal im Detail an. Es ist nämlich sehr, sehr interessant, was es da alles zu sehen gibt. Legen wir los. Let's go. Schon mal ein schöner Drop. Natürlich mit Horizon, locked and loaded. Ein LTM. Die sollen mal wieder mehr LTMs bringen. Ich hätte Bock auf LTMs. Oh, damals Triple Tape noch Sniper-Ammo. Auch wild. Damals war die Waffe noch gut. Jetzt mittlerweile ist sie kompletter Müll. Kannst du komplett in die Tonne treten, gefühlt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, ist ein bisschen blöd. Beide seine Mates sind down. Ich weiß nicht, ob er Solo spielt. Ich gehe mal davon aus. Stark. Das wird ein gefühltes Solo versus Duo-Ding, ne? Trio. So geil. So geil. Er finisht erst den Gibby, ne? Er finisht safe erst den Gibby. Schön gemacht, schön gemacht, schön gemacht. Ah, okay, ich hätte tatsächlich gedacht, er finisht den Gibby jetzt, wenn er schon einen Weltrekord aufstellt, aber okay. Ich will nur nichts sagen. Yo, war. Er ist auch so sympathisch, ne? Geil. Sorry, Chad, there's something in my throat, man. Wenn er wüsste, was aus dieser Runde wird, ne? Wenn er wüsste, was aus dieser Runde wird. Das war irgendwie komplett wasted, das Jumpin' von seinem Mate, aber okay, warum nicht? Ah, schön unberechenbar, jawohl. Mhm. Jo, jo, jo. Ah, komm, 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 komm. Sehr gute Ult. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Er hat einfach keine Ammo mehr. Aber hier liegen halt auch gefühlt nur Müllwaffen rum, ne? Er hat nichts Gutes. Damals Spitfire noch Heavy Ammo. Verstehe ich bis heute nicht, warum sie auf einmal Light Ammo hat, ne? Aber man hat sich mittlerweile dran gewöhnt. Oh, 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 oh. Jo, okay, die ist ein bisschen on fire, die hat den Bock. Die hat auf jeden Fall richtig Bock. Ey, ne? Wenn du diese Runde jetzt so siehst, würdest du im Leben nicht davon ausgehen, dass er da mit dieser Runde den Weltrekord knackt. Das wird halt, du denkst dir so, okay, ja, wird so eine 4K-Damage-Runde oder so, aber niemals Weltrekord verdächtig, nie im Leben. Hätte der auch nicht geglaubt am Anfang der Runde. Auf keinen Fall. Vor allem hat er erst 1000 Damage und es leben nur noch die Hälfte der Spieler. Wer hat denn das gemacht? Der muss ja gefühlt jeden Kill jetzt machen. Okay. Also das verstehe ich tatsächlich jetzt nicht. Naja. Trial and Jumpet ist sinnvoll. Und ich bin wieder natürlich getriggert, dass es bei mir woanders aussieht. Aber okay, seine Mates, glaube ich, wissen, wo es lang geht. Ich hoffe, er checkt's. Ja, er checkt's. Zack und bam. Bam! Hallo, Speed! Alter, diese Runde sieht überhaupt nicht weltrekordverdächtig aus. Was ist denn da los? Du würdest im Leben bei dem Anfang nicht glauben, dass er damit den Weltrekord aufstellt. Nie im Leben würdest du das erwarten. Auf keinen Fall. Du würdest es nicht glauben. Never ever.
Vor allem damals war er noch richtig unbekannt, ne? Das Video hier hat ihn erst bekannt gemacht. Und es sieht so ein bisschen aus, als würde er ein bisschen auf Scratch spielen, ne? Nicht viel, aber nur ein bisschen. Ey, diese Runde sieht überhaupt nicht nach Weltrekord aus. Nie im Leben! Das ist doch ein April-Scherz, oder? Das ist ein April-Scherz, die Runde. Das ist ein April-Scherz, hundertprozentig. Never ever. Er hat jetzt 1,2K. Ich würde mir jetzt Sorgen machen, an seiner Stelle, dass ich, ob ich überhaupt noch eine 4K schaffe. Aber er macht's. Er macht damit einfach den Weltrekord, klar. Warum nicht? Ich habe das Video, by the way, noch nie gesehen, ne? Also ich weiß, dass er den Weltrekord gehalten hat, aber ich habe das Video nie gesehen, weil es mich irgendwie nicht so wirklich interessiert hat. Oder vielleicht, weil ich mich bis hierher aufgehoben habe. Jetzt natürlich interessiert es mich komplett, weil ich mich frage, wie kannst du aus so einer Runde, die so wack anfängt, überhaupt noch einen Weltrekord machen? Wie macht er das? Ich würde jetzt nicht mal mehr eine 4K hinkriegen. Er muss ja jeden Gegner finishen. Das ist ein April-Scherz. Das ist ein April-Scherz. Die Runde ist skilltechnisch einer seiner schlechtesten. Also no front, Timmy, ne? Alles cool, ne? Du bist tausendmal besser, als ich je sein werde, selbst wenn du gerade mal nicht gut spielst. Aber so wie man es von ihm halt kennt, ne? Auch da, ich würde für eine 4K jetzt den Mate finishen, dann den anderen erst. Ich meine, jetzt hat er wenigstens mal 2,2, aber zwei Drittel der Lobbys sind tot. Wie will er das machen? Ich meine, er wird seine Mate safe nicht holen. Ich glaube, er macht das Ding halt wirklich auf Solo durch. Habe ich das Gefühl. Aber ich will echt, also ich meine, Spitfire, klar. Ist damals definitiv die beste Waffe für einen Weltrekord gewesen. Ich habe, glaube ich, auch meine erste 4K mit Valkyrie damals, habe ich, glaube ich, auch mit der Spitfire aufgestellt. Spitfire 301, wenn ich mich nicht täusche. Weil die Spitfire damals einfach die beste Waffe dafür war. Die hat Damage gemacht ohne Ende. Du konntest lange draufhalten, du musstest eigentlich nur gedrückt halten und, ja, hoffen, dass der Gegner in deine Schüsse reinläuft. Ohne Spaß. Die Ult war an und für sich auch nicht gut, aus heutiger Sicht. Guck mal, wie gold die Kisten damals noch aussahen, ne? Sieht ziemlich witzig aus. Ja, okay, jetzt farmen wir wenigstens mal ein bisschen Damage. Muss er aber auch, weil sonst wird das nix. Das gibt's doch nicht. Wie will er denn den Damage machen? Wann und wo will er den Damage machen? Selbst jetzt sieht's nicht weltrekordverdächtig aus. Wie will er denn bei 14 Leuten... Entschuldigung, 13 Leuten, weil eben musste er rausrechnen. Wie will er denn bei 13 Leuten 6000 Damage machen? Wie? Das haut nicht hin. Stark, 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 sau stark, sau stark, sau stark. Mega gut gemacht. Okay. Okay, 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 okay. Er geht sogar auf eine Kraber. Okay, krass. Und er finisht den Mate wieder nicht. Wie will er denn an 10 Leuten 5500 Damage machen? Wie? Wie willst du das machen, Bro? Also jetzt mal ohne Spaß, ne? Ich hätte jetzt immer noch Angst, ob ich überhaupt eine 4K schaffe. Na, das ist krass. Ah, schade. Okay. Also, ich meine, er war damals skilltechnisch auch noch nicht so gut wie jetzt, ne? Ich meine, der ist jetzt Welten besser. Aber trotzdem. Er hat noch nicht mal 4K. Okay, da wurden da zwei wiedergeholt. Okay, das ist vielleicht entscheidend, ja. Aber trotzdem, das gibt's doch nicht.
Starker Move. Dem haut er jetzt gleich Craver Shot rein. Safe. Ich find's auch witzig, wie er nur weiße Skins drauf hat. Sieht aber clean aus auf jeder Waffe. Okay. Boah, das hätte ich nicht riskiert. Never ever hätte ich es. Bruder! Stell dir vor, du würdest jetzt draufgehen. Ich meine, du hättest nie gewusst, dass es Weltrekord wird, aber... Nein! Timmy, du spinnst. Also, Timmy, du spinnst wirklich komplett. Ja, okay, ist der einzige Move, den der Revenant machen kann, ne? Ehrlicherweise. Ja. Ich meine, man sieht, dass die Gegner etwas schlechter sind, aber nicht katastrophal, also, ne? Und auch da wieder, ich verweise, erster angepinnter Kommentar. Ich verweise nur auf das Video, warum haben YouTuber immer schlechtere Gegner? Ich kann es euch nur ans Herz legen, ich kriege diese Frage so oft. In dem Video kommt die Antwort. Und bei ihm ist es genau das Gleiche. Okay, er lässt ihn aber heilen. Er lässt ihn aber heilen. Okay, jetzt langsam fängt es an. Ich meine, jetzt hat er 4K. Er weiß, er hat die Badge. Jetzt ist es eigentlich egal. Aber ab einer 4K fängst du an, Damage zu stacken. Du fängst an, okay, jetzt hole ich das Maximale raus, was geht. Aber er muss immer noch 5000, 4800 Damage machen. Allerdings sind es halt immer noch 10 Gegner, also die killen sich gerade ziemlich langsam. Wo man auch dazu sagen muss, natürlich war so ein Weltrekord-Damage früher viel, viel leichter. Weil die Gegner einfach allgemein schlechter waren. Predator von vor 2 Jahren, wo das Video halt, das Video ist ja 2 Jahre alt. Die Predator damals kannst du nicht mit den Predatoren heute vergleichen. Die sind skilltechnisch so krass unterlegen. Oder haben sich so krass weiterentwickelt, eher so. Also du kannst es nicht vergleichen. Damals waren die grundsätzlichen Apex-Spieler einfach noch viel, viel unerfahrener und viel, viel schlechter. Aber ja, jetzt versuchst du natürlich den Damage rauszuholen. Das macht er jetzt auch, ja. Würde ich aber genauso machen, weil es macht jetzt nur noch Sinn. Jetzt holst du das Maximum raus. Und in dem Fall macht es sogar jetzt, also ich meine, er hat immer noch 10 Gegner, das muss man echt sagen. 10 Leute, an denen er wirklich Damage farmen kann. Auch jetzt lässt er ihn nochmal heilen. Wahrscheinlich nicht bewusst, sondern auf, um auf Nummer sicher zu gehen. Da hinten kommt das nächste Team. Also ja, er spielt schon gut runter. Und vor allem, man muss bedenken, ne, die Runde dauert immer noch 12 Minuten. Ich meine, die Zone ist groß genug, wir sind erst Zone 2. Dass so wenig Leute nur noch leben, ist eher erstaunlich tatsächlich. Aber jetzt kannst du natürlich, genau, in so einem Caustic kannst du Damage farmen, das ist natürlich geil. So, er wird vielleicht seine Mate sogar ihn resen lassen. Er weiß, der Revenant ist solo, aber ich glaube, er lässt ihn sogar vielleicht resen, weil wie gesagt, er hat die 4K. Er ist aber den killt. Hätte ich nicht gemacht, ich hätte ihn resen lassen, sag ich ehrlich. Ich hätte ihn resten lassen. Es wäre nochmal, und ich meine, guckt doch mal auf eure Kills, ne? Er macht halt auch safe noch eine 20-Bomb, wenn er die Runde gewinnt. Er spielt natürlich auch ein bisschen safe, aber der könnte halt auch einen Kill-Rekord in der Runde aufstellen, ne? 30 Kills oder so wären wahrscheinlich drin. 27, die zwei noch resten lassen, vielleicht noch wen anders resten lassen. Bei Zone 2, 30 Kill-Game wäre realistisch, möglich. Aber ihr seht es auch, allein am Horizon-Movement, ich meine, er macht schon gute Wall-Bounces und so Tap-Strafes und so ist schon mit da. Wobei Tap-Strafes ist eh noch nicht. Tap-Strafes, glaube ich, war damals noch etwas unentdeckter. Aber man merkt auf jeden Fall, sein Horizon-Movement oder das Horizon-Movement kannst du nicht mit dem heutigen vergleichen. Du siehst einfach, die Leute waren damals noch nicht so experienced. Okay, Junge, wenn ich so in der Runde wäre, 17 Kills, 4K Damage. Ja, ich bin am Viben, sagt er. Na klar, warum auch nicht? Can I resin? Ich würde nicht resen. Ich würde meine Mates in dem Fall jetzt tatsächlich nicht resen. Ich meine, es ist ein bisschen assi, ja, aber ich würde den Beacon halt für die Gegner offen lassen, weil... Ja, aber wie gesagt, er hat halt nicht wissen können, dass er damals dann damit einen Weltrekord aufstellt. Das wusste er ja nicht. Hätte er das im Vorhinein gewusst, natürlich hätte er sie nicht gerest, aber... Der Jump Tower ist auch nicht mehr da, ne? Total schade. War eine der geilsten Rotations auf Olympus. Wurde rausgepatcht. Warum? Verstehe ich nicht. Warum? Absolut lost. Und der Jump Tower da, hier? Auch nicht. Das ist so schade. Da ist Season 2 oder 3 Pred. Ich glaube Season
2 Pratt. Ich weiß gar nicht, ob er aktuell auch wieder Pratt ist. Ich bin mir nicht sicher. Oh, guckt euch an. Die Aim Accuracy im Horizon Lift. Das vermisse ich. Guckt euch an. Und vor allem, wie lange du oben stehen bleiben kannst. Stimmt. Das geht jetzt bloß nur noch 4 Sekunden. Er steht da 15 Sekunden jetzt drauf. Boah, geil. Stimmt, das war ja... Oh, Mann. Oh, da können die Horizon nicht einfach wieder zurückpatchen. Okay, jetzt hat er schon mal immer mal 5k. Aber jetzt würde ich halt wirklich alles rausholen. Jetzt würde ich komplett drauf... ne? Und einfach alles rausholen. Der Blatthorn ist eh los, das heißt, er hat nur noch einen Mate. Der Blatthorn ist auch gequittet, weil er weiß, der kann nicht mehr geholt werden. Okay, okay, okay. Aber ja, ich sage, Spitfire ist die optimale Waffe dafür. Perfekt. Du brauchst einfach nur gedrückt halten. Also, das macht schon Sinn. Dieser Blick gerade von ihm. Oh, wer den No-Scope getroffen hat. Junge, wie smooth sah das denn aus? Okay, das war stark. Wehe, der shootet den jetzt aus der Luft. Wehe, 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 wehe. Naja, okay. Dach gerade schon, halt. Das wäre krass gewesen. Das wäre krass gewesen. Okay, aber da haben wir immer noch Zone 3. Und es leben immer noch 4 Squads, also 2 gegnerische. 3, Entschuldigung. Die 20 Bomb ist quasi safe, solange er noch einen Kill bekommt. Aber er will natürlich jetzt den Damage haben von jedem Gegner. Verstehe ich total. Ich meine, jetzt holst du wirklich, wie gesagt, das Maximum raus. Das machst du einfach. Oh, shish, oh, shish, oh, shish. Aber schau mal. So eine Situation, wo du jemanden auf den Jump-Tor abschießt und jemand dich von der Seite anschießt, das hättest du heutzutage nicht mehr. Du wärst tot. Du wärst raus. Nach ungefähr 3 Sekunden dort stehen und auf den Jump-Tower schießen, würdest du heutzutage nicht mehr überleben. Aber ja, 6000 Damage fast schon. Krank. Auch da, warum fokussiert der Blatthorn jetzt ihn nicht? Das macht gar keinen Sinn eigentlich. Okay, jetzt bin ich gespannt, was er für eine Zweitwaffe nimmt. Wahrscheinlich eine Havoc oder eine Charge Rifle. Er bleibt bei dem einen Kraber-Schuss. Hätte ich nicht gemacht. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Okay, krass. Hätte ich nicht gemacht. Wobei, den wird er schon noch treffen, ne? Es wird nochmal ein Headshot, 300 Damage mehr. 6100. Ah, schwer zu sagen. Aber krass. Und ich finde es auch geil, dass es mit Horizon aufgestellt hat. Horizon, beste Legende im Spiel. Mann. Tatsachen. Ist halt aktuell fast wirklich so, ne? Horizon ist halt wirklich mit die beste Legende. Auch wenn er jetzt einen neuen Kraber kriegt. Stimmt, damals waren noch goldene Waffen in den Care Packages. Stimmt. Ah, nee, nee, wegen dem Modus, ne? Ganz früher war es so. Ja, ja. Stimmt, 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 stimmt. Ah, nur schade. Der hätte nochmal eine neue Kraber gebraucht. Er nimmt die Repeater? Die hätte ich nicht genommen. Also ich meine, gut, bei seinem Aim macht es Sinn, aber ich hätte damit nichts mehr getroffen. Vor allem Repeater und Kraber? Er überlegt sich anders, überlegt sich anders. Ja, absolut richtige Entscheidung. Ja, 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 ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, also das hätte mich jetzt gewundert. Wenn er mit der Repeater den Weltrekord aufgestellt hätte, Bruder, muss los. Ne, never ever. Nicht mit der Repeater und der Kraber. Aber er hat auch fast kein Ammo mehr für die Spitfire. Das ist auch ein Problem. Ah, schwierige Situation. Ich mag diese Waffe einfach nicht. Ich mag allein schon den Sound dieser Waffe nicht. Ich hasse ihn. So ein Shit. Selbst da sieht es nicht aus, es würde noch 3000 Damage machen. Bei 2 Squads. 3000 Damage. Bei 2 Squads. Und ich mache mir Gedanken, ob ich überhaupt 1000 Damage an 2 Squads schaffe. Gut, bei ihm ist es Solo-Trio. Das ist nochmal eine andere Situation. Das muss man tatsächlich belichten, weil in Solo-Trio hat halt einfach einer kann verteidigen, der andere kann resten. Das hast du in Duo nicht. Okay, fair point. Aber trotzdem sieht es nicht rekordverdächtig aus. Also nicht nach 9000 Damage. Das hätte er auch wahrscheinlich nicht gedacht. Never ever.
Oh, die Rotation würdest du heutzutage auch nicht machen. Du wärst quasi tot, wenn du in der Luft bist. Aber er pokert aufs Care Package, ne? Er pokert aufs Care Package, safe. Ich meine, er hat theoretisch freien Zugang dazu. Ja, ich fühle die Repeat einfach nicht. Genau deswegen. Ich feiere diese Waffe einfach nicht. Vor allem, wie lange die da braucht zum Nachladen. Mittlerweile letztes Jahr, glaube ich, immer 2 Schuss nach, ne? Aber das klingt lustig. Tick, 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 tick. Geil. Jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. Nochmal eine Spitfire. Okay, das ist natürlich Jackpot. Das ist natürlich Jackpot. Also das ist... Das ist Jackpot. Eine goldene Spitfire im Care Package. Das ist natürlich sehr nice. Er wird safe Double Spitfire machen, ohne Spaß. Was macht er nicht? Dann tausch doch wenigstens die eine, die du hast, durch eine goldene aus. Oder ist seine schon gold? Nein, safe nicht. Oder doch? Ja, okay, so kann er auf Distanz noch mal ein bisschen Damage farmen, aber das könnte er mit der Spitfire auch, aber er braucht natürlich mehr Schüsse, ja klar. Aber trotzdem, jetzt in der Zone immer noch 2,5k Damage. Das ist krass. Und er ist einfach die Ruhe selbst. Klar, ich würde so zittern. Für ihn so, ach ja, wir sind am Chillen, wir sind am Viben. Richtig geile Runde, alles cool, alles fresh. Wahnsinn, also das ist... Da siehst du einfach mal wieder diese Ruhe und die brauchst du aber einfach in solchen Situationen. Ich gehe in den meisten Situationen bei einer 4K drauf oder bei einer fast 4K, weil ich zu angespannt bin. Und für ihn ist es halt einfach Alltag. Cool, na klar. Nimm dir doch die Spitfire aus dem Care Package, ich verstehe es nicht. Ja gut, ich meine bei der Ammo, schwierig, ja. Fair point, schmeiß eine Axt da rein. Axt da, du hast eine Axt da, Brudi. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nochmal richtig schön viel extra Damage. Was war das für eine Waffe? Eine Longbow. Longbow mit Skullpiercer. Ja, okay. Okay. Ja, ist eine Longbow. Aber du würdest nicht glauben, dass er noch 2k Damage in dieser Zone macht. Das ist völlig geisteskrank. Das ist völlig krass. Ich bin gespannt, ob er die Runde gewinnt. Ich meine, da könnte es auch sein, dass er die Runde nicht gewinnt. Auch wenn die Chancen gut stehen. Aber die Ammo wird zum Problem langfristig. Ammo und Shield Pads. Ich bin echt gespannt, ob er noch die Spitfire aus dem Capper geschnimmt. Also ich würde sie als Backup auf jeden Fall aufheben. Und da war noch eine 301. Darf man auch nicht vergessen. Da war noch eine goldene 301. Die ist auch natürlich nochmal Gold wert. Und das sind... 60 oder 90 Schuss dabei. Die kann auch nochmal ein Gamechanger sein. Oh, er bräuchte den Lobastor. Er bräuchte den Lobastor so dringend. Einfach nur für Ammo. Ja, wobei, mit der Repeater, du kannst halt schon geil Damage farmen. Und du kannst auch noch Ammo craften. Ja, stimmt. Und der Crafter ist sogar in der Zone, ja? Ja, okay. Schwer. Aber es sieht einfach nicht danach aus, als würde er noch 2k Damage rausholen. Nicht bei der Zone. Okay. Und vor allem, die Fokus sind jetzt alle ihn, ne? Weil sie wissen, yo, der hat so viel Damage, der hat 20 Kills und du willst ihn natürlich irgendwie vermasseln, so ein bisschen. Weil alle nicht gönnen. Als ob. Boah, er ist aber trotzdem, er ist die Ruhe selbst. Ihm ist es so egal. Aber eigentlich muss er es gewinnen, ne? Er muss es gewinnen. Sonst wäre es irgendwie unvollständig. Ich hoffe, er gewinnt es. Bitte, Timmy. Bitte mach den Damage-Weltrekord mit einem Win. Und ich will seinen Ausraster dann sehen. Ja, stark, stark, stark. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt kommt Damage rein. Jetzt kommt Damage rein. Jawohl. Okay, jetzt sehe ich 9000 Damage. Jetzt sehe ich sie. Aber erst jetzt. Hä? Was war das für ein Move? Okay, warum er das gemacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht irgendeinen kleinen Bug ausgenutzt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Caustic ist auch nur noch alleine, ne?
Aber ja, jetzt sehe ich 9000 Damage. An einem Squad 1000 Damage, das ist machbar. Das ist absolut machbar. Aber krass, dass er es trotzdem schafft. Ich denke, er wird es gewinnen. Ich meine, die sind zu zweit. Sein Mate hat zwar keinen Heal mehr, aber okay. Aber es ist halt Timmy. Mann, der ist nicht alleine, der Caustic. Das sind mehrere. Okay, ja, jetzt kommt Damage rein. Jetzt kommt Damage rein. Jawohl! Gute Horizon Ult. Aber gegen den Baum leider. Hat er auch bemerkt. Wir müssen auf jeden Fall vorher rotieren, was wichtig ist. Okay, ist natürlich auch geil, dass sie sich jetzt da vercampen und er da richtig viel Damage farmen kann. Er kann auch sich ganz entspannt heilen, braucht sich keine Sorgen machen. Damals hat die Horizon Q einfach ultra gut. Okay, er lässt aber safe resen, ne? Ziemlich sicher. Ja, er lässt sie resen. Safe. Ich hätte sie resen lassen. Okay, krass. No, I could have gotten the 10k, man. I really could have. I could have gotten the 10k this game. I'm fucking trolling. I'm trolling. Oh, if I shot the... I should have shot the down, guys. I threw it. I threw the 10k. Digga, wie kann er so ruhig bleiben? 24 Kills, 9000 Damage. Wenn ich 6000 Damage schaffen würde, mein Rekord waren ja 5000 irgendwas. 5096 oder so. Wenn ich diese Zahl haben würde, ohne Spaß, ihr würdet ein Video sehen, wie ich gefühlt wirklich aus meinem Fenster rausspringe, ohne Scheiß. Wie kann er da so, ach ja, mal kurz einen Weltrekord gemacht, war nichts Besonderes und so. Ich würde rumschreien, dass die ganze Stadt mich hört, ohne Scheiß. Aber krass. Aber ja, Spitfire, wirklich damals die beste Waffe dafür. Und wie gesagt, du hast es gesehen, die Leute sind einfach damals noch nicht so erfahren gewesen. Heute, schwer, sehr, sehr schwer, so einen Weltrekord aufzustellen. Extrem schwer. Aber hey, war entertaining, war ein geiles Video. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst unbedingt eine positive Bewertung da, würde mich extrem freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.